Guten Morgen. Ich dachte, ich begrüße Sie schon mal. Wie Sie sehen, haben wir noch einen freien Platz auf dem Panel, aber wir hoffen, dass der Referent gleich kommt. Ich freue mich sehr, dass Sie alle erschienen sind und sehe, das Interesse ist gerade für Syrien besonders groß. Gestern haben wir ja schon ein bisschen mit diesem Thema angefangen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen gestern schon die Chance hatten, da auch erste Einblicke in die Debatte hier im Hause und unter unseren eingeladenen Gästen zu gewinnen. Wir werden an einige der Punkte anknüpfen, was wahrscheinlich auch willkommen ist, weil viele Fragen gestern nicht mehr gestellt worden konnten aufgrund des Zeitrahmens. Aber hier würde ich Sie auch gerne darauf aufmerksam machen, dass aufgrund der Verschiebung des Überziehens des letzten Panels wir ein wenig weniger Zeit haben als eigentlich geplant. Wir werden versuchen, hier um 13.15 Uhr das Ganze zu schließen. Zur Struktur des Ganzen. Alle vier Panelisten werden gleich einen kurzen Input darüber geben, wie eben für Sie die Situation in Syrien sich darstellt, wie sie wahrgenommen wird und was aus Ihrer Sicht die jeweiligen Möglichkeiten des Agierens sind. Und danach würde ich gerne das Podium eröffnen bzw. die Runde für Ihre Fragen und Antworten öffnen. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich alle kurz fassen und sehr präzise fragen. Ich würde Sie auch bitten, wenn Sie sich zu Wort melden, sich kurz vorzustellen, Ihren Namen und Ihre Institution zu benennen. Und dann werden wir eben schauen, wie viele Fragerunden wir letztlich machen können. Ich bin Bente Scheller, ich leite das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Beirut. Von dort aus arbeiten wir auch mit Syrien und Irak. Und ich möchte jetzt gerne Ihnen die Panelisten des heutigen Vormittags vorstellen. Wael Sawah, ein Autor und Denker, ein Vertreter der Syrian League for Citizenship, ist heute bei uns aus Syrien, beziehungsweise im Juli hat er das Land verlassen und ist seitdem unterwegs. Dann haben wir Petra Steenen, die aus den Niederlanden zu uns gekommen ist, eine ehemalige Diplomatin, die jetzt strategische Beraterin ist, die sich um bessere Beziehungen zwischen der arabischen Welt und Europa bemüht. Rechter Hand Professor Soli Özel von der KDH-Universität. Ihn haben Sie vielleicht gestern schon erleben dürfen. Und ich begrüße rechts außen Omid Nuripur, Abgeordneter im deutschen Parlament und Sprecher für Sicherheitspolitik der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Willkommen. Wael, ich würde dir jetzt gerne das Wort geben, dass du einen kurzen Input von vielleicht 5 Minuten gibst. Wie stellt sich die Lage aus deiner Sicht in Syrien dar? Wie wird sie auch im internationalen Rahmen wahrgenommen? Und wie stellen sich aus deiner Sicht Möglichkeiten der ausländischen Einflussnahme positiver Art dar? Thank you very much, Dr. Scheller. Very briefly, I would say that we have reached a situation in Syria that if we do not make a step now, it will be tomorrow too late. By we, I mean we Syrians, the Syrian people, the Syrian opposition, but also the Syrian government and the international community and especially the West. The situation in Syria is desperately deteriorating. It is going from bad to worse, and it will soon step into being a civil war. Until now, I do not describe what's happening in Syria as civil war. I see what's happening in Syria basically a war from the regime against its people. There is some kind of reaction from the people. That reaction sometimes can take a violent shape, but until now, we have not yet entered the arena where I can describe as civil war. However, if we miss the opportunity today, I think we are quickly heading towards a real civil war in Syria. And then if we do, it will be almost impossible to make any remedy, maybe for decades.
Now the Syrian opposition is meeting in Doha. Yesterday, or they started their deliberation. They did not reach any concrete solution. In the past couple of days, the Syrian National Council met, and it said that it expanded its membership. That was true. They expanded the National Council, the number of the members of the National Council, but the representation of the opposition factions in the National Council decreased. The National Council cannot say anymore now that it does represent the entire opposition or the major part of the opposition now. And it is dominated by, unfortunately now, by one party, which is the Muslim Brothers. I personally, of course, do not mind that the Muslim Brothers be a part and a major part of the Syrian political process, but it is unfair that because they have the money and the support from regional countries that they dominate the Syrian opposition. On the street, the number of people who are killed every day has increased. In the beginning, we had ones and then dozens, and now we have hundreds every day. Hundreds every day are killed, not to mention those who are injured or arrested or tortured or displaced, not to mention those who lost their houses, not to mention those who live now literally under the open sky in the cold winter. But what I'm saying that about the people who are killed on daily basis, that we're talking about hundreds. The international community, as I said yesterday, maybe some of you were here, has moral and political obligation to intervene today rather than tomorrow. Because if the international community, if the West in particular, does not exert its political pressure to make the opposition have one agenda and one umbrella, it will be tomorrow too late to do that. And if the West does not move, as I said yesterday, from diplomatic process to the political process, and Ambassador Reinke asked what the difference between the two, I think if there was no difference between the two terms, there wouldn't have been two terms, two words. I believe that diplomacy, the political process puts all the possibilities on the table. It starts with diplomacy, with political pressure, with creating an international alliance to surround and besiege the Syrian regime and force the Syrian regime to listen to the reason, to the voice of reason. Because until now, yesterday, President Assad told Russia Today that he does not believe that the West will militarily intervene in Syria. And the West repeats that over and over. The problem is that I really don't know why it insists on repeating that. I mean, even if you do not want to intervene, you don't have to repeat it. You don't have to assure the Syrian regime that it will not face any consequences. I think we should make the regime understand that there will be a process of justice and accountability, and all of those who committed the crime one day will be accountable to what they did. The political process starts with diplomacy, political pressure, and might end up with any other necessary steps, not to exclude the military intervention. But personally, until now, I don't see the military intervention as the solution today, but I don't want to put it off the table. Dankeschön, Weil. Petra, wie sieht es aus deiner Perspektive aus? Warum kommt das in einer westlichen Aufmerksamkeit oder Öffentlichkeit so zum Teil nicht an? Ich möchte gerne Deutsch reden, aber das ist so ein bisschen fließend und fehlerhaft, und that's why I want to continue in English. I think we're seeing a battle on the ground, but we're also seeing what I would call the battle for the narrative in Western media. After I left diplomacy, I became a public speaker in the Netherlands, as Bente said, on
our relation with the Arab world. And I think the perspective we have of what's happening in Syria, we as a general public, but also in the press and policymakers and politicians, is determining what our politicians will decide, what will be decided in Brussels, what will be decided in Washington. And I think we as individuals, as a public, have a responsibility the way we look at what's happening in Syria, but also the way we select the news. And of course, I mean, I'll give you one example, and I don't want to blame the media because I think that's too simplistic, but I think as a viewer we should realize that we're seeing one part of the story. Now, I can only speak for the Netherlands, but when I see who is reporting on what's happening in Syria, it's mainly war correspondents. So you get the angle of war. And indeed, as Wael said, I agree with him, the language is very, very important. So the war correspondent will use the term, we are seeing a civil war, whereas I think we're seeing a war of a horrible regime against its civilians. Well, one example, at the end of July of this year, a Dutch journalist was kidnapped at the border of Turkey and Syria, Jeroen Oerlemans. He was kidnapped by a number of foreign fighters, who some call jihadis, and some of them had an excellent British accent. And he was released by Syrian rebels. Again, listen to the wording. Were they rebels? Were they opposition fighters? Now, Jeroen Oerlemans, when he was in the Dutch media, was very adamant to say that he was saved by Syrians. But the front page of major newspapers talked about jihadis and Salafis. Richard Engel of NBC in the same period gave gave a stand-up to on the NBC News about a camp of 252 Salafi fighters near Aleppo. And only by, you know, listen to this, 252, did he actually go there and register them? So we have to be very careful as a public. And I think what happened, I mentioned it yesterday already when I asked the question to our friend from Israel. I think what happened is that Bashar al-Assad has been, at the beginning I thought he was really stupid. How could he do this to his people? But now I'm rethinking my own analysis of him as a leader. Maybe he's extremely smart because somehow his PR campaign paid off. I'm doing a lot of these public speaking in the Netherlands and people ask me all the time, but he studied in the West. How can this happen? Well, let's not go into dictators who studied in the West and created havoc. But and the other thing is that the focus on Salafis and jihadists, yes, I am concerned. I can see that groupings with other intentions are infiltrating the struggle. But as, again, this example of this Dutch journalist, the day he was arrested, or the day he was released, there were also 790 peaceful demonstrations in the whole of Syria. I looked for it. It was nowhere reported in the Western media, not in the Dutch media for sure. And of course, I can see that the whole story of non-violent resistance is less interesting for many people, but it's still there. Now, what should happen? I'm very good friends with a very influential Imam from Syria. His name is Muaz al-Khatib, and I got permission for him to speak about what he told me. He was in the Netherlands a couple of weeks ago after he had been imprisoned 3 times, tortured, and has seen a lot of horrible things in Syrian prisons. And after 2.5 hours of discussion with him or listening to his horrible ordeal, I said, well, Muaz, what can we do? And he said, Petra, there's something very important you can do. Because the images you see now every single day, and I'm sure that many of you switch to another channel when you see the YouTubes coming from Syria. I can't see the pictures of murdered children anymore. So we look away. And he said, this is a crucial moment. Don't look away, but look for our humanity. Make sure that you have voices coming to Europe who speak about our humanity. Because at the end of the day, when your politicians have to make decisions and think there is no alternative to either a horrible dictator who has a wife who wears Prada, or men with beards who rape and pillage and what have you,
then we as Assyrian people are lost. And I think there are very, very good examples, and we might be able to go into this later on, but I think there are examples of citizens initiatives in Europe, in Germany, in the Netherlands. For example, I think Adopt a Revolution is a very interesting initiative, but I also know that the Heinrich Böll Stiftung is very active in finding those other stories. And I think the initiative, and it's a small-scale initiative, but it's helpful, of Tkajani, the citizens journalism, where actually other images can be shown, are very important. So to sum up, I think it's up to all of us who are interested, to call on our politicians to become more transparent about how they make our own ministers of foreign affairs more accountable to what they're actually doing. Because I think there's a lot of lip service, and I also believe that there is a lot of hiding behind the Russians and the Chinese by European politicians not to do anything for Syria. Thank you. Thank you very much, Petra. Soli, you have been writing extensively on the subject. You have given very valuable input already yesterday. How would you now, in these very short 5 minutes that you have, share some views on an internationalization of the conflict? I'll just add to what I said yesterday. First of all, and I did write that as well, and perhaps I myself am included among those, there is an incredible moral failure in what goes on in Syria. But moral failure is like you feel sorry, but you're basically feeling sorry for yourself. And concretely, there is really not much that anybody is either willing or able to do. And that's the stark reality. Unfortunately, whether we're hiding behind the Russians or the Chinese, and I tend to agree that the West is indeed doing that, in an international system, you have to work with what you've got, and so long as they continue to block any meaningful intervention, there is really not much that you can do. One can argue whether or not the Westerners have tried hard enough to convince either the Russians or the, and mainly the Russians, by the way, to actually change their position. That's debatable. And quite frankly, even if the Russians were now convinced, can you really convince the Iranians, for whom this is even a more of a life and death matter? I didn't know the 790 peaceful demonstrations that took place. We know that the demonstrations in Syria have started out very peacefully, and then they were pushed to disintegrate towards violence, both by the regime and by some other forces as well. And it is very difficult now to distinguish the peaceful from the not so peaceful. And probably anybody who could leave had already left the country, who could be in a leadership position. The Turkish positions, and I'll go briefly over that and then we can discuss the matter later on, has been, in my view, as I said, a failure. Not on moral grounds. I don't think anybody in their right mind suggested in public, in Turkey, that one should not demand the ouster of Bashar al-Assad, although our opposition party came close to it, and there are pro-Bashar forces in the country, which have nothing to do with the situation in Syria and a lot more to do with the situation in Turkey, by the way. Anyway, at first, Turkey thought that Bashar was malleable, that Turkey, having invested immensely in Bashar al-Assad, especially since 2005, could easily convince him. Preaching didn't work. It was absolute misjudgment of the character of the regime. And it lasted, this initial phase lasted till August, till after the second Hama massacre. In the meantime, though, informal openings of the opposition took place in Turkey. And that would lead, of course, in August to the formation of the Syrian National Council. By October, Turkey was calling for the ouster of Assad in very strong language, almost inviting refugees in order to create moral pressure on world opinion. The mistaken assumption on the part of the government was that the West, NATO, or whomever were interested in intervention, were genuine in their protestations, and when they discovered that this was not so,
This created frustration, bitterness, and lately a lot of bickering. The fourth step, and I think that's where Turkey really made a big, big mistake, as far as I'm concerned, was taking sides and being part of the civil war itself. In my judgment, this was highly unadvisable. In my view, that Turkey should not have become taken Honduras's position in Nicaragua, and it lost not just its aura of impartiality, but working on moral grounds, but also what happened is you scream so much, this is unacceptable, that is unacceptable, we're going to do this, we're going to do that, and you don't do anything. Mm. So not only do you lose those who are actually favoring the regime, but you also lose those who may have been inspired by you or who may have entrusted you thinking you were going to do something. And that leads me to my conclusion from yesterday. Turkey needlessly exposed the vast gap between its ambitions, goals, and its capacities. So, and of course, this is continuing. Frankly, the downing of the plane and Turkey's inability to respond, followed by the border skirmishes that are still continuing, where the government is now trying to step back and try to reconcile itself to the reality. And the insult added to the injury came just last week, when Mrs. Clinton declared that the Syrian National Council was not really a representative body, that things were going to be moved to Doha, and basically left the Turkish government and the Turkish foreign minister hanging. Herzlichen Dank für diese interessanten und sehr detailreichen Ausführungen. Ich denke, da gibt es auch genügend Stoff, dass wir da in der Diskussion noch auf einiges zurückkommen werden. Omid, wie sieht es für dich aus der deutschen Perspektive aus? German is such a difficult language to learn, and I'm so proud that I almost made it, that I can't miss any opportunity to speak it. So I shift over to Deutsch. Ich will drei Teile, drei Bereiche ansprechen. Erstens sagen Realitätswahrnehmung, wo haben wir Gemeinsamkeiten? Was gibt es denn eigentlich dazu noch zu ergänzen? Das zweite ist, was sollte man nicht tun? Da werden wir, glaube ich, eine Kontroverse haben. Und was kann man denn eigentlich tun? Und die Überschrift der ganzen Geschichte ist, gerade bei den Bildern, die genannt worden sind, die sich kein Mensch mehr angucken kann, Ratlosigkeit. Ich bin sicherheitspolitischer Experte der Grünen und werde den ganzen Tag auf grünen Basisveranstaltungen gefragt, kann man denn nichts tun? Kann man denn nicht militärisch Assad in den Arm fallen? Also die Bilder sind so grausam, dass viele Leute, die eine hohe Skepsis haben gegenüber von Militärintervention, tatsächlich die Frage stellen, ob es nicht notwendig ist. Das ist eine berechtigte Frage, auf die man Antwort geben muss. Meine Antwort ist eine, die wahrscheinlich hier kontrovers sein wird. Ich will es einfach nur genannt haben, das ist täglich zu lesen, aber es ist hier nicht genannt worden. Natürlich gibt es nicht nur eine Regionalisierung, eine Internationalisierung des Konflikts, sondern es gibt auch eine mir sehr, sehr beängstigend erscheinende Konfessionalisierung. Das ist eine Dimension des Konfliktes, die bleiben wird. Egal, auch wenn der Konflikt morgen weg wäre, würde diese Dimension bleiben, und das ist alles andere als beruhigend. Ich bin überglücklich darüber, dass die gewaltfreie Opposition hier genannt worden ist, weil sie nirgendwo vorkommt. Es gibt nicht nur das Syrian National Council, es gibt auch die LCC beispielsweise. Das ist vereinfacht gesagt, sind das lokale Gruppen, also es steht für Local Coordinated Councils, das sind lokale Gruppen. Viele Aktivisten und Aktivistinnen des Damaszener Frühlings von vor 12 Jahren sind damit involviert, die in den Kommunen wirklich vor Ort in kleineren, mittleren Städten schauen, dass die Situation nicht eskaliert, versuchen zu vermitteln, versuchen Gruppen zu organisieren, Diskussionen. Das funktioniert in einigen Stellen. Das muss man sagen. Es gibt diese gewaltfreie Opposition, die mehr als unsere Aufmerksamkeit, sondern auch unsere Unterstützung verdient hat. Es ist richtig, das zu benennen. Die Frage, ob jetzt der Nationalrat unser Ansprechpartner sein kann, ist aus meiner Sicht mit Ja zu beantworten. Ja, nicht alleine, aber auch. Und selbstverständlich auch dann, wenn sie massiv dominiert werden von den Muslimbrüdern.
Das ist alles andere als schön. Das ist nicht, was man sich jetzt wünschen kann, aber das passiert. Das heißt nicht, dass man sie jetzt vom Tisch ausladen sollte. Und natürlich ist das, was am spannendsten ist, wie geht's weiter mit der Freien Syrischen Armee? Weil wir es nicht wissen bei bis zu 200 Kommandostrukturen. Ja, es ist selbstverständlich so, dass die große Mehrheit nicht mit Al-Qaida, nicht mit Salafisten, nicht mit Tschetschenen zusammenarbeitet. Es gibt aber Teile, die die mediale Aufmerksamkeit komplett auf sich ziehen. Die Frage ist, wie geht es eigentlich, für welche Kräfte setzen sich durch? Und zwar nicht erst nach dem Konflikt, sondern jetzt. Und das Letzte, was ich noch zur aktuellen Bestandsaufnahme sagen muss, ganz, ganz vieles, was wir heute diskutieren, ist Makulatur in dem Augenblick, in dem die chemischen Waffen zum Einsatz kommen. Egal, ob national, international. Da ist Ratlosigkeit ein Euphemismus, was ich gerade gewählt habe. Und mein Eindruck ist, dass die Beschwichtigungen aus Israel und auch aus den USA, zu sagen, wir haben das alles unter Kontrolle, eigentlich nur eine Begründung sind für Nicht-Interventionist, also fürs Nicht-Intervenieren, weil wenn man zugibt, dass man die Lage nicht unter Kontrolle hat, und das ist mein fester Eindruck, wenn ich mit Experten rede, die mit dem Thema und auch mit Syrien zu tun haben, dann müsste man ja was tun. Und das ist ja bis zum letzten Dienstag zumindest in den USA komplett undenkbar gewesen. Und das ist ein großes Problem. Was sollte man nicht tun? Ich glaube, und das ist gerade auch bei vielen Teilen der viele Akteure des ehemaligen, des damaligen Damaszener Frühlings sehr unbeliebt, weil auch sie, nicht nur FSA, weil auch sie sagen, gebt uns etwas gegen Beschuss aus der Luft, gebt uns etwas gegen die Panzer. Also und es gibt ja eine massive Forderung auch aus dem Senat, aus dem US-Senat, dass man mit schweren Waffen auch den Aufstand beliefert. Ich glaube, das ist falsch. Erstens, weil es sowieso passiert. Das passiert die ganze Zeit. Zweitens, weil egal wie ich es drehe und wende, bei den Unzulänglichkeiten, bei den brüchigen Strukturen, die ich sehe, ist auf Jahre jegliche Form von Arms Control überhaupt nicht denkbar. Und wenn wir jetzt heute über Mali reden, dann muss man bedenken, dass das auch was damit zu tun hat, dass es den Libyen-Konflikt gegeben hat und dass man nicht geschaut hat, wie es da eigentlich weitergeht. Also die Regionalisierung des Konfliktes würde eher sagen, beständig bleiben, wenn schwere Waffen ins Land reingehen würden. Und das Zweite ist, ich verstehe sehr wohl, dass gesagt wird, die Intervention muss auf dem Tisch bleiben, als Drohung alleine, damit Assad sich nicht zu sicher fühlt. Das Problem ist, wenn ich mit einer Pistole auf jemanden ziele, um ihn zu bedrohen, muss ich auch bereit sein, das am Ende zu tun. Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht, dass es irgendein Land gibt, das die Bereitschaft hat. Ich sehe auch nicht, wie das langfristig zu einer Eindämmung der Regionalisierung dieses Konfliktes führen sollte. Das ist alles andere als befriedigend für die Leute, die Tag für Tag um ihr Leben fürchten. Ich verstehe das, aber da müssen wir gleich auch möglicherweise streiten. Ich sehe das nicht. Was kann man denn tun? Das Erste ist aktuell Flüchtlingen helfen. Aufnehmen, den Nachbarstaaten helfen. Das ist mehr oder minder eine Selbstverständlichkeit, die aber nicht geschieht. Die Rhetorik in der Türkei ändert sich, wenn ich es richtig sehe. Am Anfang hieß es, wir reden nicht über Flüchtlinge, wir reden über Gäste, wir nehmen alle auf. 1:1 Davutoğlu. Natürlich ist ab einer bestimmten kritischen Masse das nicht mehr einfach und nicht mehr machbar. Und natürlich braucht auch die Türkei, braucht auch Jordanien dort Hilfe. Das Zweite ist, gerade diese oppositionellen, gewaltfreien oder nicht gewalttätigen, nicht bewaffneten Kräfte unterstützen, einbinden, zu Wort kommen lassen, Aufmerksamkeit schenken, das ist völlig richtig. Ich teile das. Und auch darüber reden, wie es eigentlich weitergehen kann am Tag, an dem Assad möglicherweise geht. Ich bin sehr froh, dass gesagt wurde, dass es ein Fehler war, wie die Türkei sich teilweise aus dem Spiel nimmt. Ich teile das. Ich will noch ein einziges Argument hinzufügen. Welches Land in der Region wäre denn jetzt eigentlich potenziell ein neutrales, was eine Vermittlungsrolle Richtung Iran übernehmen könnte? Ich sehe keins mehr. Das wäre die Türkei gewesen. Es gibt keine weiteren Länder. Das ist schwierig. Aber ich bin auch unglücklich mit der Art und Weise, wie der Westen versucht, Russland ins Boot zu holen. Mitten in Damaskus explodiert eine Bombe, es gibt 55 Tote, aus allen Hauptstädten geht sofort eine Presseerklärung raus. Seht ihr, die Russen sollen sich endlich bewegen. So kriegt man sie nicht dazu. Vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, oder sie
sie darauf stoßen, ob es wirklich rational ist, auch für die Geschäftsinteressen des Landes, dass, ich sage jetzt mal ein bisschen zugespitzt, dass das erste Mal in der Geschichte die Russen im Nahen Osten mehr gehasst werden als die Amerikaner. Also Lavrov war Anfang des Jahres in Kairo, ist überall ausgebuht worden, und zwar wegen Syrien. Und wenn man sich Libyen anschaut, welche strategisch relevanten Geschäftsbeziehungen Russland in Libyen verloren hat, dann sollte man sie darauf hinweisen, ob sie tatsächlich bereit sind, dass es in Syrien so weitergeht. Das ist ein bisschen zu rational für die Heftigkeit der Situation in Syrien, aber das wäre vielleicht eine andere Tonalität, mit der man mit den Russen ins Gespräch kommen kann. Sie haben ja einige Testballons gestartet. Der russische Botschafter in Paris hat ganz bestimmt nicht aus dem Bauch heraus Asyl angeboten, Assad in Moskau, was ja dann sofort dementiert wurde, nachdem es wütende Proteste gab aus Damaskus. Die haben ja ein paar Testballons gestartet. Natürlich hat Russland Interessen. Die Frage ist, ob langfristig diese Interessen dienlich ist, diese Position, diese Härte zu halten, wie sie gerade haben. Ich glaube, dass wir ein bisschen mehr Bewegungsspielraum hätten mit Russland, wenn wir sie ein bisschen weniger frontal angreifen würden. Macht jetzt endlich mit, ist nicht die Tonalität, sondern einfach aufzählen und darüber sprechen, warum es für Russland sinnvoll wäre. Auch dann wäre der Konflikt nicht gelöst, das ist richtig, aber wir hätten ein bisschen mehr politischen Handlungsspielraum vielleicht und vielleicht ein bisschen weniger Ratlosigkeit. Vielen Dank, auch dir, Omid. Sie haben gehört, wir haben hier vier Redner, die aus sehr spannenden, sehr verschiedenen Perspektiven ihre Eindrücke erstmal zur Verfügung gestellt haben und ihre Analysen. Ich würde Sie jetzt bitten, Fragen zu stellen. Wie gesagt, sagen Sie bitte konkret, an wen Sie die Frage richten. Und ich würde gerne 3-4 Fragen sammeln, bevor wir dann antworten. Dort hinten Martina Döring. Gibt es ein Mikrofon? Ja, also Döring, Berliner Zeitung. Die Frage ist sehr interessant, was wir eigentlich über diesen Konflikt wissen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen nüchtern, aber das betrifft jetzt nicht nur die eine Seite, sondern es betrifft ja die andere Seite auch. Wer zum Beispiel ist diese Stelle für syrische Menschenrechte, die aus London, also dieser Typ, der da aus London berichtet und ständig eigentlich zitiert wird. Das muss man sich fragen, und dann muss man sich auch nach der Rolle von Al Jazeera fragen, die für uns immer so als ganz sichere Quelle angenommen worden sind. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier jeder weiß, gerade bei der Syrien-Berichterstattung war Al Jazeera ja nun nicht gerade sehr unparteilich beziehungsweise sehr zu rechenbar. Die andere Frage ist, was können wir tun? Und da vermisse ich hier an dieser Stelle eigentlich auch, dass man mal die Namen Katar und Saudi-Arabien ausspricht. Dass man zum Beispiel auch auf die EU oder die westlichen Staaten drängt, auf Saudi-Arabien und Katar Einfluss zu nehmen und sie zu fragen, wohin ihr Geld geht und wohin ihre Waffen gehen. Und das andere ist mit Russland, das ist genau das Gleiche. Da stimme ich Ihnen zu, Herr Omnipur, sowohl was diese Frontalstellung anbetrifft. Und wenn man sich nochmal diese UN-Resolution anschaut, auf die sich die Russen und dann auch die Chinesen einlassen sollten, ja, man braucht ihre Unterstützung. Aber warum hat man dann zum Beispiel bei dieser UN-Resolution, wenn man diese Resolution so dringend brauchte, warum hat man bei dieser UN-Resolution nicht diesen Passus rausgelassen oder nicht ausdrücklich gesagt, dass man von dieser Resolution, wenn sie denn unterschrieben wird, nicht für ein Eingreifen oder für eine militärische Intervention automatisch nutzt, so wie man das in Libyen gemacht hat. Und da hat man die Russen zum Beispiel über den Tisch gezogen. Und ich glaube nicht, dass das eine Art ist, in der Diplomatie auch ein Einverständnis in einer so wichtigen Sache wie jetzt diesem Syrienkrieg zu bekommen. Dankeschön. Hier vorne gibt es eine Wortmeldung. Thank you very much. I am Dr. Ismail Maita. I am the first secretary of the Embassy of Jordan here in Berlin. And I would like to thank Mr. Omid for mentioning the refugees. And I have a concrete question. As you know, in Jordan, we have around 230,000. And we have around 40,000 in the Za'atari refugee camp. And there is an increase.
of refugees. We have in Jordan sustained our open door policy in receiving refugees, but that is the situation of the refugees and the host communities, not only refugees but host communities, because 40,000 are in a refugee camp and the rest of the 240,000 are living in host communities. You said that countries like Turkey and other host countries should keep their open door policy and help. What plans do you have as Germany? I know Germany has given two aid batches, a recent one, 25 million. Second, on the level of the European Commission, EU, is there any plan? Since you are calling for us to receive, to keep our open door policy in one, in Jordan, that is among ranked among the fifth poorest country in water and in energy, would you be open to receive in Germany and elsewhere Syrian refugees? Especially that issuing a visa for a diplomat in the Jordanian embassy in Amman takes around 50 days. This is off the record. Thank you. Dort hinten, bitte. Guten Tag, ich bin 63 Jahre alt und stamme aus der alten DDR und hatte die Möglichkeit, nach 1990 siebenmal in Israel und zweimal in Jordanien zu sein. Ich verfolge sehr aufmerksam die ganze Problematik Nahost und ich habe eine Frage an den Herrn aus Damaskus. Gestern wurde schon gesagt, es besteht die Gefahr, dass Syrien in drei Teile zerbricht. Die Gefahr hatte man auch gedacht, dass es im Irak ist, wo es noch schwieriger ist, weil es Irak noch künstlicher ist als Syrien. Und meine konkrete Frage ist, kann das sein, dass also ein Alevitenstaat im Norden, ein Kurdenstaat, der ja schon 1923 für alle Kurden vorgesehen war und immer noch nicht realisiert wird, eine Schande eigentlich für Europa, und ein sunnitischer Staat im Süden, kann das sein, die Frage an den Mann aus Damaskus, dass sowas wirklich realistisch ist? Okay. Bitte noch eine Frage hier links außen. Ach so, okay. Die nächste. Thank you very much. My name is Muda Ghanem, coming from Syria. My question to Betra, and I'm happy to see you here, and to Wael, where do you put the reports which coming from Human Rights Watch and from other human rights centers about the human rights violation committed by the opposition? We have so many cases. I witnessed so many cases in Syria, violation of the RCR and violation of all the human rights conventions committed by. I don't want to talk about the regime. I mean, this is. We are all agree that they are committing a lot of human rights violation. But my question about this and the other things is that for Europe, I think it's very important. To see, this is also maybe it's to look out of the context, but it's very important to see the influence of the sanction on the human rights in Syria and the poverty level, which increased a lot after the economic after the economic section of the Syrian people. Thank you. Ich würde gerne den Herrn, den ich eben aufgefordert hatte, noch dran nehmen. Könnten Sie ihm bitte ein Mikro bringen? Thank you, Mona. This is so kind. Mein Name ist Karol Sorbi von der slowakischen Botschaft, aber nicht, dass wir da irgendwie direkt interessiert sind, aber die Frage ist in der Richtung, was uns alle Europäer vielleicht betrifft. Man hört sie hier sehr oft über mögliche Intervention oder Bedrohung damit und so weiter. Sowas haben wir schon in Afghanistan, Irak, Libyen, jetzt vielleicht in Syrien. Meine Frage wäre, man redet, man wendet dann die Waffen oder Armeeforce an und danach hält man sich den Kopf in den Händen, okay, wir haben da was gemacht und was jetzt? In Afghanistan dauert das schon, ich weiß nicht wie lange. Und was wir da geschafft haben, ist nicht gerade etwas, was mir ein Lächeln
Form bringt. In Irak ist das ebenso, in Libyen auch. Also für mich ist die Frage, selbstverständlich, Syrien braucht Hilfe, jede mögliche. Aber ob man auch wieder mal gedacht hat, was danach? Okay, wir bringen das, wir überwerfen das Regime, aber keiner hat bis jetzt gesagt, was danach, was können wir da machen, was endlich mal was auch bringt, nicht dass wir was da schon gesehen haben in den anderen Staaten. Danke sehr. Ich würde gerne hier zu meiner Rechten anfangen. Omid, es gab eine konkrete Frage zu den Flüchtlingen. Also wir sind der Meinung, dass man alles tun muss, damit die Nachbarstaaten, die Politik der offenen Tür bisher praktiziert haben, dies auch weiter fortsetzen können. Das setzt erstens voraus, dass wir helfen, sowohl mit Geld als auch mit Hilfsgütern. Und zweitens setzt es auch voraus, dass Europa sich darauf verständigt, ist meine feste Meinung, auch welche aufzunehmen. Die Politik der Bundesregierung und der EU bisher ist, wir helfen vor Ort. Wenn man sich die Zahlenverhältnisse anschaut, dann müsste ein bisschen mehr da rein. Aber ich glaube, dass das beides, weil die Zahl der Flüchtlinge auf absehbare Zeit alles andere als abnehmen wird, ich glaube, dass das nur kombiniert werden kann und nur glaubhaft gemacht werden kann, nur die Türkei beispielsweise davon überzeugt werden kann, tatsächlich weiter auch Menschen aufzunehmen, wenn wir selber auch vorgehen und wenn wir auch mit gutem Beispiel vorangehen. Am besten wäre natürlich, es gibt eine EU-Lösung dafür, aber das können auch einzelne Staaten alleine machen. Darf ich zu anderen Themen noch was sagen? Ja, ich würde dich gerne auch fragen, du hast ja Afghanistan und Irak auch sehr im Blick. Vielleicht wäre es sehr gut, wenn du auch aus deiner Perspektive als sicherheitspolitischer Sprecher dazu etwas sagen könntest. Also ich finde, ich kriege einen Vergleich zu Afghanistan nicht hin. Dann müsste man über den Irak eher sprechen. Das ist, es gibt ja Menschen, die sagen, es wird eine Irakisierung geben in Syrien. Ich finde, dass wenn ich Szenarien in meinem Kopf durchgehe, die Guten, die Besten, dann komme ich nicht zu einer Irakisierung. Ich glaube, die Situation des Irak ist zu gut dafür, um es jetzt mal dramatisch zu sagen. Die Frage der Intervention ist eine, die berechtigt ist, gestellt zu werden, weil es so viel Leid gibt und weil es, ich habe es vorhin nicht gesagt, es ist völlig zu Recht gesagt worden, das muss man an den Anfang stellen, weil es einen Krieg gibt des Assad-Regimes gegen das eigene Volk. Deshalb ist die Frage richtig gestellt. Ich komme, wenn ich zusammen addiere, zu einem Ergebnis, dass das nicht geht. Und deshalb komme ich zu einem Nein. Aber ich finde, es gibt Situationen, in denen man darüber nachdenken muss, welches Übel größer ist, das Intervenieren oder das Nicht-Intervenieren. Und in so einer Situation ist die Frage völlig berechtigt. Darf ich jetzt zu anderen Themen noch was sagen? Ich will ganz kurz zwei Dinge. Das eine ist, Frau Döring hat vorhin die Frage gestellt, Lagebeurteilung. Es ist unfassbar kompliziert. Wir haben, ich meine, die Namen sind bekannt. Es gibt zwei hochseriöse, bewährte deutsche Journalisten, der eine beim Spiegel, der andere bei der FAZ, die haben geschrieben, was in Hamar passiert ist, in Anführungsstrichen. Das ist komplett widersprüchlich. Also zwei völlig verschiedene Richtungen, in die es geht. Hula. Entschuldigung, in Hula, nicht in Hamar, danke. Das zeigt sozusagen die komplizierter der Situation und wie schwierig es ist, tatsächlich ein Lagebild zu bekommen über das, was vor Ort passiert. Richtig ist es, Al Jazeera dort ganz, ganz viel an Unschuld verloren hat. Es gab ja mal Zeiten, als Al Jazeera die Stimme der arabischen Straße war, und das empfinde ich überhaupt nicht mehr, ist auch nicht mehr so. Weil Katar und Saudi-Arabien genannt worden ist, es ist ein völlig richtiger Gedanke, wenn es regionale Mächte gibt, die da massiv mithelfen, dass der Konflikt sozusagen beständig bleibt, dann muss man zumindest mit denen reden, auf die man Einfluss nehmen kann. Wenn es Berichte darüber gibt, dass Teile der Freien Syrischen Armee, weil sie gehört haben, dass Islamisten von den Kataris eher Geld bekommen, sich Bärte wachsen lassen, dann ist das eine scheinbar lustige Geschichte, die aber natürlich dramatisch ist. Und die Waffen, die Gelder, die in das Land reingehen, gehen nicht immer nur an die Freiheit, an die Gewaltfreien, aber nicht nur an die Freiheitskämpfer, sondern die gehen natürlich auch an Leute, vor denen wir zu Recht Angst haben und die hier die aktuelle Berichterstattung auch mächtig dominieren. Ich würde gerne die Frage
I would like to pass you the question for the future and the from your perspective as a neighbor, the idea of Syria splitting in three parts that might be particularly concerning for you, right? Right. Thank you. First of all, I was struck by loss of innocence on the part of Al Jazeera. It is true, and this relates to the future, obviously. Unless you spend 24 hours of your day looking into Syria and get reports from everywhere that you can rely on, it is very difficult to ascertain exactly what the hell is going on. But we can actually suggest something. We have enough of a body of experience as how things have gone in previous such conflicts. We know that a country that has been fractured by a civil war which created nearly 2.5 million refugees, where those who hold arms obviously have the last say, is not going to have a nice blossoming social relations framework in the aftermath of the thing, okay? And we also know that in most cases, the radicals, especially as things get harder and harder, become more and more important and more influential. These are just generalizations. I don't mean to say one is better than the other. And we also are in a situation whereby everybody around the country wants their side to win. And they use those who fight for good reasons and the ones who for bad reasons for their own purposes, without dirtying their own hands. Now, this is an impossible situation to get out of. And unfortunately, since nobody is willing to fight, including Turkey, we've got to work with the instruments that we have. And the instruments that we have are the instruments of the international system, cynical, hypocritical, fine. We have to work with them. And that means, as the late Richard Holbrooke said when he was brokering the Bosnia peace, when they asked him, what did it feel like shaking hands with Milosevic? He said, as a diplomat, you've got to have a good stomach. And it may very well be that if there's going to be a transition, and sooner the better, maybe the family will have to go, but the regime is going to stay. If the regime is not going to stay, it's just going to be a partner in whatever is going to be shaped. What I think Syria now needs is Romania. Who killed the Ceaușescus, their closest collaborators? And then suddenly Romania joined the fold of Eastern European freedom-loving regimes, and then the rest, you know, just life goes on. And I quite frankly, I really don't see any other option than using the existing, because what Iraq has taught us, if you destroy the parties that rule these countries, you destroy not just the regime, you destroy the state. And if you destroy the state, you just cannot pick up the pieces. Jordan cannot really absorb it. Turkey is going to be threatened by it. Iraq is going to be threatened by it. So, but what's the way to go about it? What can the European Union do? First of all, talk the realistic talk. Don't play the double game of, you know, being on the moral ground without doing anything and basically appear hypocritical. Go and try to convince Moscow. Go and try to broker something between Washington and Moscow. Put that pressure. Admit it that you cannot get rid of us. Now, the Assad regime is being eaten away in particles. It's like, since this is the Green Party's think tank, it's like the icebergs in the north, you know, like they're just little by little, bigger and bigger pieces are getting out of the body of the icebergs. This is what's happening to the regime. They no longer, I understand if I know correctly, they no longer control maybe 70, maybe 80% of their own country, but they still have 70,000 fighting forces.
There are still enough people who are scared of the alternative who will give them the legitimacy. So if we don't really want to see more bloodshed, let's just get the instruments back in order and then try to work on them. The Americans are not going to do much because they are going to be turning inwards. This is good or bad, but if I were Barack Obama, quite frankly, the number of deaths every day in Syria would not be my main concern because I have something called the fiscal cliff waiting for me on the 31st of December. And I've got to solve it. I've got to solve it. This is when the European Union can actually do something because it can still speak to both sides. While we hear your country might turn out like Iraq, we hear there is a Romanian model instead of a Turkish model. What do you say? Well, I think what will happen in Syria is the Syrian model, rather than... what is that? It is a democratic transition. It is a necessary and important and one-way road moving from dictatorship and blood and division into a united civil democratic state. And that leads me actually to tackle one or two points that have been mentioned here. And if you don't mind, Bente, I would like to answer the question about dividing Syria, whether it's practical or not. I don't think dividing Syria is practical, and this is simply for two major reasons. There is no chance for an Alawi state to maintain itself in the coast, because economically it won't survive. And there is no chance for the Kurds to have their own state in the north, because no matter how their portion or percentage of the population, we cannot forget that there is an equal portion or percentage of the population who are Assyrians and Arab there. The second reason is that the majority of the population of Kurds and Alawi communities do not live in the coast nor in Kurdistan. They live in Damascus and Homs and Halab and Hama. And if you want to have a state in Latakia or the coast, you need to deport a million Alawi who lives in Damascus and Damascus neighborhood. And this is impossible. And you need to deport a million Kurd who live in Damascus and Damascus neighborhood, and this is impractical. So I think dividing Syria is a scarecrow that the regime is using in order to scare the Syrian people in the first place, but also the regional countries. But this is not feasible at all. Quickly about Al Jazeera. I don't think Al Jazeera has ever been a reliable source of information, ever. I mean, if you in the West in the beginning were deceived and misled by Al Jazeera, it's your fault. Al Jazeera, since day one, had one agenda, and it's the most faithful media outlet to its agenda, by the way. It's very faithful to its agenda. Unfortunately, Syria has become a playground for the international and regional forces. And yes, Saudi and Qatar are paying money for certain forces in the Syrian opposition. And yes, Muna, there are radical fighters in Syria who might be from Syria, but who also came from outside Syria, and they are fighting for their personal agenda. And they are not part of the revolution. They are part of the agenda that wants to destroy this country. And we need to be equally against the regime and against these groups. And about the Human Rights Watch, yes, I agree with every letter Human Rights Watch
wrote about Syria, and I'm particularly impressed with their impartiality in this regard. So one final point about the internal opposition, Mr. Omid. You mentioned local coordination committees, which is a major non-violent faction in the Syrian opposition inside. In addition to that, there are other factions. There is, for example, the National Coordination Commission, which is an umbrella of peaceful secular groups in Syria. And there is also the building the state, the Syrian state current. Muna is the vice president here. She's among us, and she will talk this afternoon, I think, in a panel. I have many other points, but I don't want to eat up the time of my... One last remark. I'm sorry, one last remark. Ladies and gentlemen, let me make it clear. From my personal perspective, I don't see the situation in Libya worse than the Gaddafi, and I don't see the situation in Iraq worse than the days of Saddam Hussein. Thank you. Yeah, just go ahead. You know what? Wow, carte blanche. No. Yesterday, Bashar al-Assad was interviewed by the Russian television, and he says in this interview, "I'm not a puppet. Well, I have YouTube advice for you. Go and Google the Diaries of a Little Dictator, Top Goon. It's amazing. You mean you can even laugh about what's happening in Syria, because it's a small initiative of young Syrians who from inside make a puppet theater about Bishu, and it's finger puppet theater. The Diaries of a Little Dictator, Top Goon, Masasit Mati, which is the little straw people use to drink a certain type of tea. And I find it interesting what Soli said about the Romanian solution. I would say it's almost a Byzantine solution, huh? A palace coup, yeah. Well, coming from Turkey, you know. But maybe Shakespeare has some interesting advice as well, how to solve brother and son and father and nephew and cousin. And actually, the 18th of July assassination of, among others, Asif Shaukat, the brother-in-law, was a very interesting case how people from within, very small grouping of people, were capable of actually infiltrating one of the most protected buildings of the regime, and they did it. So actually, I agree, might be a feasible situation. But then there's still many, many questions that remain, and I will address a few of the questions raised from the audience. To the lady from the journalist who asked about, do we know who these people are who speak for the Syrians? And I think it's a very relevant question. And I don't have a concrete answer, but I know one thing. Why does somebody who is the heir to a dictatorship of 50 years and read the Human Rights Watch reports up to 2011 about Syria, read the reports of Amnesty on Tadmor, why has he more credibility than people whose names we don't know, maybe, and maybe they're not giving the complete picture, but I really feel that we should not distract ourselves from the core question. Why is it possible that Bashar al-Assad is still in place and that he can continue his dictatorship? And yes, I mean, I'm very concerned that we might have a Mugabe scenario. You know, of course, Zimbabwe and Syria cannot be compared, but when the crisis was happening in Zimbabwe a couple of years ago, many people in Europe thought the days of Mugabe are numbered. Yes, they are. I mean, 1,000 is a number as well, eh? And maybe 10,000 as well. So this is, of course, something that's concerning, and we cannot rule out that Bashar al-Assad or maybe Maher al-Assad will still be in place in a couple of years from now. 1,000 is 3 years, huh? It's still numbered days. To the question of Mona on human rights violations of other forces within Syria and then the regime, I think this is something we as Europeans, as civil society organizations, as diplomats, as human rights activists should talk every single day about this. Because the road to a new Syria is as important as the end goal. The road will determine what the new Syria will look like. So atrocities committed now will take much longer to overcome in any truth and reconciliation you need to have within the new Syria. And I think any opposition
supported, facilitated, met by Europeans, Americans, Gulf states, we also have to look into the representation. I find it very concerning, and even in the Netherlands I see the same thing happening with the Syrian diaspora in the Netherlands, that it's one group dominating over the other, and it's usually the male participants dominating over the others. I mean, the female voice, and whether it's a female Christian voice or a female Alawite voice or a female Muslim voice, that I don't care, but it's very limited. And I can see there's a lot of macho behavior of the opposition as well. One more thing about refugees. Where I find... I have two more things. One is about the regional players, the regional actors. I think Iraq and the Iraqi government should really be more involved. Bashar al-Assad, in his television interview yesterday, said that he feels that the Iraqi government is still supporting him. When you look at who is in the Iraqi government at the moment, many of them were refugees in Damascus during the Saddam Hussein era. So there is a lot of quid pro quo and IOUs there. And we have to really make an analysis of where we can involve the Iraqis in the solution for Syria. And I also believe that the European Union should have a more coherent Gulf region policy, not only see the Gulf as a potential financial source or as a source of energy, but really as a global player. And they really need to be taken on their own responsibilities as well. Now, the last thing is about ourselves. Well, ladies and gentlemen, if you are a political activist in Syria and you spoke out the past couple of years, and your life is in danger, don't try to knock at any of the European embassies in the region. Don't try it even. Maybe you, for yourself, can get a visa for 3 months. The graciousness of some of the European governments is just amazing. And I agree with the gentleman from Jordan. I feel embarrassed to see how many people the Jordanians have taken in and how many people. And we are discussing one or two political activists. If they want to bring their family, no way. So we should really look into the mirror and see how hypocritical we are. First, we encourage people to speak out when they run into trouble. There is one alternative to sitting in a host family in Lebanon or in Jordan. It's to ask for political asylum. Then you can go on your own, sit in a camp in the Netherlands, wait for 3, 4, 6 months, and maybe you get political asylum. But I see that many political activists don't want political asylum. They want to have a temporary refuge. So I think it's up to the politicians in Europe to create some kind of mechanism for people from the region to find temporary refuge with their family. Thank you. Gibt es weitere Fragen? Bitte hier vorne links. Der Herr im blauen Hemd. Joachim Lange, Stehenders Halle. Eine Frage, die mich die ganze Zeit berührt, wenn ich über die Internationalisierung des Konflikts, ist es irgendwie besser, ist, dass da sind nun viele internationale Akteure dort in Syrien in vieler Weise aktiv, seit längerem. Aber wenn ich vor einem Jahr zurückdenke, haben viele von denen noch halbwegs offen geguckt, wie sie sich positionieren. Also mir ist in Erinnerung, wie die Hamas sich stark vom syrischen System, also von Assad, distanziert hat, was mich damals sehr beeindruckte und überraschte. Heute sieht es nach einer relativ einfachen Aufteilung in zwei Blöcke aus. Und ich habe ein bisschen Angst davor, ob wir da nicht vom Kalten Krieg lernen müssen und da auf eine stärkere Verhärtung und Stellvertreterkriege und entsprechende Mechanismen hinauslaufen. Ist das Szenario und können wir da in irgendeiner Weise gegensteuern oder damit umgehen? Bitte hier vorne rechts.
Hallo, mein Name ist Sonja Regler. Ich habe promoviert über die chinesische Rolle in der Darfur-Krise und gerade deswegen interessiert mich auch sehr, wie Sie die chinesische Rolle einschätzen würden. Also wir haben jetzt sehr viel über Russland gehört, aber an und für sich kann China ja auch Einfluss nehmen, zum Beispiel auf den Iran. Und ich würde gerne wissen, ob Sie eine Möglichkeit sehen für eine konstruktive Rolle von China. Dankeschön. Noch einmal da, ganz hinten. I'm Khaled Salama. My question goes to Heinrich Boll Stiftung. How can the Syrian revolution be discussed in absence of Syrian activists? I mean, Wael, Muna, Adnan and I are the only Syrians here. Where the Syrian activists lived in Berlin and in Germany. Haven't they been invited or not? Thank you. Okay. Make it short. Just a short question to Mr. Sawa. If I remember right, you said in the beginning of this audience that you don't think that what is going on in Syria now is kind of a civil war. So for me, my knowledge may be very limited, but for me, what is going on is, of course, a civil war. And I would ask you to make it clear, what would you see the line? What is a civil war? What is not a civil war? What criteria would you see to define a civil war? And what, in your opinion, does it make not a civil war in Syria at the moment? Thank you. Ich darf, ich bin ein bisschen krank, ich kann jetzt nicht lange stehen. So ist das. Mein Name ist Adnan Sadek, geborener Syrer. Was ist hier als Vergleich mit dem Irak, Saddam Hussein? Und jetzt, ich möchte nur sehen, wo sie genau dort leben im Irak. Was die Menschen wollen, gerade heute habe ich mit meinen zwei Schwestern in Damaskus leben, ganz in der Nähe, also ständig Bombardierung, Bombardierung, Bombardierung. Ist die Frage, ist das jetzt, was wir dort erleben, die Aufständigen, bekommen sie mehr Waffen? Und dann redet man von Zivilkrieg, von einem zivilen Krieg. Ist das jetzt ein, es geht nicht nur um die Internationalisierung, aber die Menschen, die dort leben, sollen sie diese ganze Zeit ertragen, was wir immer hier reden, wir sind gegen. Also ich möchte nur einmal hören, dass was für Vorschläge gibt, dass man mit dem jetzigen, nicht sagen, auch das Wort Regime, es ist ein sehr komisches Begriff, dass man so benutzt, dass es über 60 Jahre leben, die Leute mit diesem ganzen Regime. Es geht nicht um Familie Assad, sondern es geht um die Struktur dieses Landes. Jetzt geht mir nur darum, sind sie immer weiter noch für die Bewaffnung der Widerstände in Syrien. Wenn ja, dann sagen Sie mir, welche Kanäle da laufen dorthin, weil wir fragen uns alle, wer liefert diese Waffen? Also nicht nur Katar und. Es irgendwie, nicht nur Türkei, irgendwie kommen ganz aus, wie sagen, raffinierte Waffen. Also sehr hochmoderne Waffen für die Aufständigen. Danke, Ihre Frage. Wissen Sie, woher diese Waffen kommen? Das ist für mich interessant. Und Dankeschön. Gibt es eine Lösung für diese ganze Situation als Militär? Danke, Ihre Frage ist angekommen. Wir müssen leider hier auch die Fragerunde schließen und haben auch leider nur noch 10 Minuten für die Beantwortung. Also insofern würde ich jeden der Panelisten bitten, sich eine relativ kurze Antwort zu überlegen. Wael, would you like to start? Thank you. Thank you very much for the questions. Briefly, the civil war is fighting between two components of the population in a certain nation. Lebanese civil war is an example, for example. The civil war in Serbia is an example. What's happening in Syria now is not a civil war in the meaning that there is no one component of the Syrian population that is attacking another component of the Syrian population. We're not talking about Sunnis who are attacking Alawi or Alawis who are attacking Sunnis. We are talking about the regime that is attacking its people. And this is not a civil war. It's a war from the regime to its own civilian people.
The second thing is about the regime that has been there for 50 years. It has been there for 50 years because it used power to suppress me and 70% of the other Syrian population. But talking about arming the Syrian rebels, I didn't have. Thank you very much for asking this question, because I didn't have the chance to say what I think about this. This is the worst solution that might ever happen to Syria. Arming the Syrian rebels or the Syrian opposition is the worst solution to the Syrian crisis. And Soli spoke about hypocrisy. The West want to clear its conscience. So it says, okay, we are supporting the opposition. Let's arm the opposition and they will find a solution. This is not the right thing, and this is only because the West want to clear its conscience and convince its population that it's doing the right thing. I believe that arming the Syrian rebels is the worst thing to happen. As for the solution, I cannot see any solution except for exerting more and more political pressure that might evolve to become using force in order to make the regime understand and listen to the voice of reason. Having said this, I don't see any solution if the regime itself is not a part of the solution. So I don't want to destroy the state. I'm totally 100% with what Soli said. I don't want to destroy the state. I don't want to destroy the regime as institutions. Part of the regime can contribute in a future Syria, and this is very, very important, that because otherwise we will go to the unknown. We will go to a decades of misunderstanding between the Syrian components, and this is something we don't want to happen. Petra, would you like? Yes, I want to address the representation of the Syrian voice in panels such as this one and in the Western media. I totally agree with you. I think there should be much more people from Syria, but also in the Egyptian case, who speak out for what's happening in Syria and in Egypt, in German, in Dutch media. There is a problem, though, because media has its own logic. So if you want to be presented in the media or present in the media, you need to really have a good media strategy. You need to know what channels are the best to be on. You need to know about audiences. And I think, you know, I mean, it might be a very small thing that could be done, but I think it would be interesting for our NGOs or organizations dealing with freedom of press to help people from the Syrian communities in Germany, in the Netherlands, in other parts of Europe to be able to express their voice in such a way that it's actually heard among the general public. Because all of us here, we're interested. But the general public, they switch to the other channel when they hear the word Syria. So how to attract the attention of the general public? And this is actually one of the core messages of my intervention this morning, that it is very important that these voices are being heard, because politicians and policymakers only have 2 or 3 minutes a day to deal with Syria because of the fiscal cliffs and the other financial crisis we have. So when you raise your voice, you have to be very strategic. The thing I've seen also, and I think the Syrians have to look into the mirror as well. I mean, for example, what's happening with some of the people who speak out. Riyad Saif, I've known him for a very long time. I respect him very much. He is a politician who's now in Doha, and people for the past half year or year, people were calling. He's one of the stars of the Damascus Spring. People on Facebook were like, and then in social media, like, where is Riyad Saif? Why doesn't he take his responsibility? Now he did, and he was, well, attacked by Syrians on Facebook in such a ferocious manner, Bashar al-Assad doesn't have to do anything. So I think it's also among the Syrians have to ask themselves, do we allow different voices from our own community? Don't attack each other all the time, because for the general audience, it's reconfirming the message Bashar al-Assad has. It's me
a secular leader, or it's those bunch of people who can't agree among themselves. So that's up to you, how you represent yourself. Daran anknüpfend möchte ich die Frage noch aus Sicht der Heinrich-Böll-Stiftung hier beantworten. Die Veranstaltung ist öffentlich, sie ist auch öffentlich annonciert worden und der normale Verteiler ist eingeladen worden. Viele konnten jedoch trotzdem nicht teilnehmen. So, would you like to continue? China's role. China's role. I would like to hear you. My understanding of what China does is do nothing. They are the second largest economy in the world. And if you ever meet the Chinese and say, do something, they'll say, oh, we're a poor country with $4,000 per capita income. Secondly, and that's more serious, they really believe that in Libya, the West has tricked them. Therefore, in the Middle East, their contention is, and they'll stick to it, to the bitter end, this is a matter of sovereignty. And they're not going to budge on it. You go and tell, they say, well, status quo should not be destroyed. And when you tell them there is no more a status quo left, they'll just say the same thing over and over again like a good recording. Now, if you were to change this to Asia, they suddenly are in a different tune. Say Afghanistan and the Americans are leaving, they say, how can we cooperate? But when it comes to the Middle East, you're not going to get them to budge at all. Because they see it as a matter of sovereignty, they see it as a matter of imperialism, they have convinced themselves of it, plus they have Tibet and Xinjiang, which they think can be used as an excuse for the West to do whatever. I don't know what the West can do to them, quite frankly. I don't think the issues are parallel at all, but that's the line. It's not a line that's going to change. There is no point in trying to deconstruct them logically. There's just no point. They'll just repeat the same thing. But if the Russians were to move in a different directions, the Chinese are not going to stick out by themselves either. Exactly. So right now, it's very convenient for them. The Russians take the brunt of the attacks. It suits their view of what is going on. But if you remove the Russians, they're not going to stick to it by themselves. As to whether or not they would speak to the Iranians, first, they would not do so on their own unless they're convinced that the Russians are going to change their tune. I honestly don't know how the Iranians would respond anyway. I mean, the Iranians are under a lot of pressure anyway, and they seem to be doing just fine for themselves in Syria. I don't see why, unless there's given something in return, that they should relent on supporting the Syrian regime. Ich möchte mit dem letzten anfangen, weil gerade die ökonomische Situation im Iran und der innenpolitische Druck eigentlich nichts mehr übrig lässt dafür, dass das so viel Geld, so viel Mittel, auch so viel Personal nach Syrien fließt, wie es die Iraner tun. Das ist wenn es nicht etwas gibt, was wir nicht wissen, ist das hoch irrational, was die Iraner machen. Ich will zu den weisen Worten über China noch eines hinzufügen. Die Chinesen haben in der internationalen Strategiefindung den Amerikanern gegenüber einen großen Vorteil. Sie können sich leisten, in Konflikten einfach zu sagen, geht uns nichts an. Das ist konfuzianisch auch gut begründbar, aber das ist etwas, was die Amerikaner sich im Nahosten gar nicht erlauben können, nicht nur aufgrund der Geschichte, sondern auch aufgrund des eigenen Anspruchs. Die Chinesen finden es kompliziert, wägen ab, wo kann ich was gewinnen und wo nicht und sagen, okay, bleiben wir einfach draußen. Das ist aus derer rationalen Berechnung auch sehr nachvollziehbar, hilft aber nicht und es ist richtig, die könnten, wenn man was zu bieten hätte, in Anführungsstrichen, könnten, wären sie natürlich auch ein Ansprechpartner für den Iran, um dort möglicherweise die Fronten aufzubauen. Das Letzte, was ich noch sagen wollte, ich habe tatsächlich einen Punkt gefunden, wo ich gerne Petras Sinn widersprechen möchte. Also hurra, mache ich es jetzt. Die Frage war doch, warum ist Assad eigentlich für uns glaubwürdiger als die Leute, die wir nicht kennen, obwohl wir wissen, was Assad in den letzten Jahrzehnten getan hat und tagtäglich tun lässt. Ich glaube nicht, dass das darum geht. Ich glaube, dass es darum geht, wer
eigentlich nach Assad kommt und dass man nicht in eine Situation kommt, in der es für Minderheiten beispielsweise deutlich schlechter wird und wir auch noch in der Nachbarschaft und in der Region deutlich größere Probleme bekommen. Damit bin ich bei Rumänien. Das Problem ist, ich teile das, das ist die beste Option, die es gibt unter den Schlechten. Und über die Frage des politischen Mordes sollte man, ich meine, wir wollen die französischen Existenzialisten nicht noch mehr spalten, aber die Frage ist doch, was passiert dann? Und die Antwort ist, es gibt eine relevante Größe innerhalb der bewaffneten Opposition, die mit der Basisten nicht arbeiten will, die Kopfgelder ansetzt auf Oppositionelle, die sagen, man muss doch mal vielleicht dazu kommen, eine Regierung des nationalen Übergangs hinzubekommen. Das heißt, ich teile das, das ist sozusagen Best Case in Anführungsstrichen, das heißt aber nicht, dass dadurch der Konflikt vollends befriedet ist. To the best of my knowledge, there is a presidential election in Syria in April. Is there not? 14. Don't laugh. Mm-hmm. When did the Catholic Church become a bastion of freedom? Under the communists for solidarity. So strange institutions and strange occasions can actually create opportunities. Mm-hmm. So maybe the presidential election, if the political framework can actually be shaped by then, may be the occasion to avoid the trap that you've also mentioned. Because then those who oppose any cooperation would certainly be delegitimized because there would be a process there. Whether it can be achieved or not, I don't know, but that is one of those very little glimmers of light, if you will, that they can be grabbed and used. Well, there is a historical fact that the Syrians were capable of changing the constitution within 28 minutes because the age for the presidency was 40 and Bashar al-Assad was 34 at the time. And my nightmare scenario would be that we will have Hafez II, who in 2014 will be 11, the oldest son of Bashar al-Assad. And I don't think that's what you mean. Yeah. No, I'm making a joke. No. I hope so. All of them are scared. You have only the kings. Okay. Just to comment on the question on what comes after Bashar al-Assad, I'm concerned as everybody else is. I mean, we will have a chaotic transformation period. But I know from my Syrian contacts, and we have to be careful, and I'm not saying you're doing this, but I think saying, well, what's the alternative to Bashar al-Assad is an insult to all the people who died struggling for freedom in Syria. And that's, I'm sure you didn't mean that. Okay. Yeah, 30 seconds. Maybe you missed the scenery on television when the UN Security Council was voting about Syria. Two nations vetoed. The Russians, ambassador, vetoed this way. And the Chinese ambassador vetoed this way. So I agree with Soli 100%. I mean, if the Russian change, the Chinese will not be an obstacle. That's why I want to conclude my talk today with one request to the West. Go to the Russians. It's not only the Chinese who were cheated in Libya, Soli. Primarily, the Russians were cheated. The West did wrong to the Russians, and they need to correct that wrong. They need to correct that mistake. They have to correct that mistake. Go to the Russians, talk to them, find a solution, then impose that solution on both parties. And maybe then, I mean, presidential elections or otherwise, I mean, but let us reach an agreement between the international community about this. Ich bedanke mich herzlich bei allen. Leider ist die Zeit zu Ende. Wir haben sogar ein wenig überzogen und trotzdem sind noch viele Fragen offen. Ich hoffe, jetzt werden Sie
beim Mittagessen die Gelegenheit nutzen, die Referenten auf die Dinge anzusprechen, die ihnen vielleicht noch auf dem Herzen liegen. Außerdem möchte ich noch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Unser Türkei-Büro hat eine Zeitschrift Perspectives herausgegeben, in der Sie viele interessante Beiträge finden, die sich mit der Türkei und Syrien, der Türkei und dem Nahen Osten befassen. Das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen. Und auch die Büros aus in Ramallah, in Beirut, veröffentlichen sehr viele arabische Stimmen. Diese Artikel sind jeweils auch auf Englisch erhältlich. Ich danke Ihnen allen, ich danke insbesondere dem Podium und bis bald.